Birgit Pacht, du bist Schauspielerin und Regisseurin, ja, und hast seit 1980 das interessierte Publikum mit Frauenkabarett, mit feministischem Kabarett unterhalten. Ja. Wie kam das dazu? Erzähl mal. Ja, das war so, dass ich parallel Theaterwissenschaft in Köln studiert hatte und dazu parallel eine Schauspielausbildung gemacht habe und hing immer noch so ein bisschen an der Uni rum. War dann in meinem ersten Engagement am Theater Oberhausen beschäftigt und habe dann aber hier in Köln an der Uni einen Aushang, einen Zettel gesehen. Wir gründen ein Frauenkabarett. Interessierte Frauen werden gesucht. Und da ich schon die ganze Zeit also irgendwie dem Frauenzentrum in Köln verbunden war, also da ist man ja hingegangen und auch bestimmte Themen mich extrem interessiert haben, und ich auch am Theater selber auch dann so die Übermacht der Männer so gespürt habe. Damals war es ja über 40 Jahre her, war es einfach auch, ja, das war ein Dreispartenhaus in Oberhausen, natürlich mit Oper und viele Männer und viele. Irgendwie dachte ich, oh, das wäre richtig, wäre mal entspannend, so eine Art Kunst zu machen und nur mit Frauen. Ja, auch so ein Ventil. Ja, und dann die Themen natürlich auch selbst zu gestalten. Also nicht die Themen aufoktroyiert zu bekommen, sondern zu entscheiden, das und das, das liegt mir jetzt am Herzen und das möchte ich gerne machen. Und ich habe mir vorgestellt, dass das mit Frauen unfassbar toll und harmonisch läuft. Hört sich jetzt so an, als wäre es dann nicht so gewesen, aber erzähl mal, wie ging es dann los? Du hast dich da gemeldet. Ich glaube, wir waren beim ersten Treffen 20 Frauen und haben auch wirklich viel in den Topf geworfen und diskutiert und gemacht und alles, was, ja, gerade so Themen, die irgendwie da vor 1980 gerade gebrannt haben. Und irgendwie, ich glaube, nach einem halben Jahr stellt man fest, also nur sprechen alleine geht nicht. Nee, ist ja auch noch kein Kabarett. Darum, das irgendwie nach außen zu bringen und zu zeigen. Und dann wurden es immer weniger. Klar. Dann wurden es immer weniger Frauen, immer weniger. Und zum Schluss waren aber immerhin noch, also mit mir zusammen waren wir 5, die so übrig geblieben waren und die sozusagen auch ein Programm zusammengestellt haben. Und das muss ich nämlich auch noch sagen, der Grund, warum dieser Aushang da in der Uni hing, war, dass eine der Frauen das Aachener Frauenkabarett gesehen hatte. Die waren die allerersten, die so als Gruppierung sich zusammengetan hatten und Frauenthemen bearbeitet haben und auf die Bühne gebracht haben. Und da sind wir hingefahren, haben uns Inspiration geholt und dann waren wir sogar noch, also wir waren ja teilweise auch noch so ein bisschen so theoretisch unterwegs, sind wir dann ins Kabarettarchiv nach Mainz gefahren und haben da so ein bisschen gestöbert. Und dann natürlich auch festgestellt, Frauen kamen außer als Solistin oder jemand, der Männertexte dann so rezitiert hat, kamen die eigentlich nicht so vor. Wenig. Und das hat uns bestärkt. Und dann haben wir uns sozusagen mit 5 Frauen getraut, das erste Mal auf eine Bühne zu gehen. Ja, das möchte ich jetzt natürlich wissen. Wann war das und wo war das und wie war das? Wir haben uns natürlich nicht getraut, in Köln aufzutreten. Wir sind alle bekannt, dachten wir, nee, das geht gar nicht. Und dann gab es in München etwas, das hieß Feminale. Und das hat mich jetzt ein bisschen nachträglich, über die 40 Jahre habe ich ja so nochmal nachgedacht, hat mich das irritiert, weil Feminale ist ja eigentlich Film. Frauenfilmfestival. Ich bin aber sicher, dass es damals auch Feminale hieß. Jo. Es war so ein Festival für Frauen in irgendeiner Halle und da gab es diverseste Sachen, also Workshops und was weiß ich. Auch Aufführungen irgendwie? Ja, sagen, also es gab musikalische Veranstaltungen
Und ich kann mich erinnern, dass wir, glaube ich, die Einzigen waren, die irgendwas Theatrales gemacht haben. Mhm. Wir sind den Tag vorher angereist, haben schon mal so ein bisschen geschnuppert. Und dann kann ich mich erinnern, dass wir dann plötzlich dachten, naja, also wir können jetzt nicht nur so eine watteweiche Frauenwelt aufbauen. Es ist nicht alles viel schöner, weil wir Frauen sind und weil wir als Frauen etwas machen oder die Männer kritisieren oder die ganze Gesellschaft kritisieren. Und da haben wir uns nachts nochmal hingesetzt und ein paar Sachen nochmal irgendwie so ein bisschen verschärft. Also uns selber nochmal kritischer gesehen. Und das war sozusagen der rote Faden, der sich durch die ganzen Programme durchgezogen hat. So selbstironisch auch zu sein? Auf jeden Fall selbstironisch zu sein und nicht zu sagen, nur weil wir jetzt so einen kritischen Blick auf alles haben, sind wir auch in der Lage, alles besser zu machen. Ja, ja, okay. Aber dann trotzdem, was waren denn so jetzt, was habt ihr da so aufgespießt in eurem Programm? Ja, das habe ich nach 40 Jahren dann auch echt nochmal nachlesen müssen und dachte dann, das ist ja echt interessant. Also, wir haben uns gekümmert um solche Themen wie Frauen in die Bundeswehr. Dann gab es natürlich irgendwie schon das Thema Frauensprache. Also dieses ganze Gendern, was heute 40 Jahre später irgendwie Thema ist, haben wir so ein bisschen verballhornt. Dann, was waren noch die Themen? Ach ja, interessant. Also wirklich sehr, sehr grob gefasst, NATO-Doppelbeschluss, Datenschutz und solche Sachen waren die Themen, die wir damals aufgegriffen haben. Das fand ich jetzt im Nachklang nochmal ganz spannend. Also mehr auch so allgemeinpolitische eigentlich. Wir kamen irgendwie teilweise aus linken politischen Fraktionen und Und wie kam das an? Oder ihr habt richtig gespielt? Ihr habt jetzt nicht so einen Vortrag gehalten mit Augenzwinkern, sondern ihr habt gespielt? Nee, das war uns immer wichtig. Oder vielleicht auch, weil ich als Schauspielerin, ich war die Einzige, die irgendwie auf der Bühne schon irgendwie oder mit der Bühne Kontakt hatte. Und ich habe aber immer gedacht, ich will nicht rezitieren. Und wir müssen es irgendwie bunt und farblich und auch musikalisch und so gestalten. Und wir hatten eine Pianistin dabei, Christiane Cohen, die hat damals dann auch Lieder komponiert. Und wir haben natürlich auch teilweise geklaute Lieder, ne, so Klassiker verarbeitet. Mit neuem Text. Mit neuem Text. Und wir waren ganz überrascht, weil der erste Auftritt war für uns natürlich riesig. Und wie kommt sowas an, wenn wir das in der Öffentlichkeit vorstellen? Und dann noch nachts nochmal schnell so ein paar kritische Sachen angemerkt. Und dann stellt mir aber fest, nee, genau das war auch das, was gewünscht wurde. Was so ein bisschen den Nerv der Zeit getroffen hat. Die Frauen selber waren auch, es ging nicht nur darum, dass man irgendwie so Workshops macht, wo man sich an den Händen hält und sich bestärkt. Nee, es hätte ja auch sehr, sehr frech sein können gegen die Männer sozusagen, das gegen war das auf Patriarchat. Jeden Fall. Natürlich. Das auch. Ja, ja, klar. Ja, aber jetzt, wenn ihr zum Beispiel euch lustig gemacht habt über das Gendern, was ja damals ein heiliges Anliegen war, also ich kann mich schon erinnern, das habe ich mit meinen Eltern diskutiert und so, das hätte ja auch nach hinten losgehen können. Also von den Reaktionen, dass die sagen, ja toll, wir bemühen uns jetzt hier und ihr macht euch drüber lustig. War das so? Nee, interessanterweise nicht. Das erste Programm hieß auch Hand aufs Frauz. Ja. Also wir haben Herr durch Frau ersetzt. Und dann gab es so eine ganze Nummer dazu, wo wir über frautische Verfraulichung, also romantische Verherrlichung von irgendwas gesprochen haben. Und das kam aber alles gut an. Und vielleicht auch, weil wir diese Nische waren. Weil es das erstmal noch nicht so gab. Ja. Und danach habt ihr euch auch nach Köln getraut? Ja. Bestärkt von den positiven Reaktionen? Ja, und dann war das auch auf Eigenverantwortung. Wir haben uns dann 5 Tage lang das Luna-Theater, was es damals in der Genter Straße gab, gemietet. Auch Risiko und Freunde eingeladen. Ich glaube auch Feinde, ich weiß es nicht. Und natürlich am Anfang ich glaube, es gab sehr wenige Männer, die sich da ins Publikum getraut haben. Genau, der erste Auftritt in München war selbstverständlich ausschließlich
für weibliches Publikum. Mhm. Und hier in Köln? Da kam dann vereinzelt dann auch der eine oder andere Freund oder Bekannte, aber natürlich extrem, also in der Minderzahl. Mhm. Mhm. Habt ihr damals viel darüber diskutiert, was wollen wir damit? Also die Gabi Dressler, die hat ja mal ein Interview gegeben, wo sie gesagt hat, ihr wäre es mehr um die Komik gegangen, aber viele von euch, ihr müsst gleich mal die Namen nennen, wenn ihr nur fünf habt, werden die dir einfallen, denke ich, wären auch sehr feministisch eben bewegt gewesen und so. Ja, also mein Anliegen war es, wirklich diesem sehr stark im Kulturbetrieb agierenden Männern was entgegenzusetzen. Mhm. Wirklich so, ne, irgendwie. Qualität, Inhalt. Auf jeden Fall. Manche Spitze vielleicht. Power. Mhm, Power. Und ich weiß nicht, ob es ich glaube, das zweite Programm hieß schon Polterabend. Mhm. Da ging es wirklich darum, auch wirklich, sozusagen so eine Kraft zu äußern nach außen. Mhm. Wir poltern jetzt hier rum und wir zerschlagen Geschirr. Ah, ja. Wir machen Scherben extra, absichtlich. Mhm. Mhm. Wir waren fünf sehr unterschiedliche Frauen. Ja, wer war das? Und jede ist, das war Gabriele Dressler, mit der ich immer noch zusammenarbeite. Das war Christiane Cohen am Klavier. Das war Almut Karas. Und Ulla Föhmer, die damals beim WDR gearbeitet hat. Mhm. Und wir waren sehr, sehr unterschiedlich und hatten jede so den eigenen Input, den sie da reingegeben hat. Mhm. Und ihr wart alle nebenberuflich sozusagen Kabarettistinnen? Ja, ich war dann lange Zeit am Theater. Ich war dann noch, auch als wir dann getourt haben, war ich noch an verschiedenen anderen Theatern angestellt. Ist da mal richtig eigentlich auch ein Geschäft draus geworden? Also ihr wart ja eigentlich alle auch in Berufen und habt das so neben parallel gemacht dazu, aber hat das richtig Substanz dann gekriegt? Auf jeden Fall. Wir waren ziemlich viel quer durch die Republik unterwegs und gerade so an so Tagen wie 8. März hätten wir irgendwie 10-mal auftreten können. Und damals war es auch so, dass Kultur noch in anderen Städten gefördert wurde, sodass wir nicht auf Eintritt spielten, sondern wirklich auch mit Festgage. Und ich habe ziemlich lange davon sehr gut gelebt. Gabi hatte dann, die war ja Lehrerin, die hatte dann ihre Stelle sehr stark reduziert, sodass sie zwar nicht am Anfang der Woche die ganze Woche durchspielen konnte, aber auf jeden Fall ab Donnerstags bis Sonntags waren wir meistens unterwegs. Gab es denn damals dann inzwischen auch dann andere Frauenkabarettgruppen, feministisches Kabarett? Ja, interessanterweise war ich ja in Oberhausen angestellt als Schauspielerin und da gab es bei einem Theaterfest, wurden wir mal eingeladen oder durften wir dann auch spielen. Und da habe ich jetzt nachträglich eine Kritik gefunden, die hat damals Gerburg Jahnke geschrieben. Von Gerburg den Misfits. Jahnke. Die Misfits haben sich gegründet, weil sie uns auf der Bühne gesehen haben und gedacht haben, das ist cool, das ist toll, aber das können wir auch. Mhm, mh. So, also so. Und da hat sich dann langsam sowas entwickelt. Mhm. Ich glaube, die gab es ab 84 oder 85 oder genau. So, ne? Ja. Mhm. Ah, genau. Und hattet ihr dann Kontakt untereinander mit anderen? Also, ich meine, du hast ja vorhin gesagt, das war so eine männerdominierte Situation am Theater. Das wird ja im Kabarett mindestens ganz genauso gewesen sein. Und gerade über Frauen auf der Kabarettbühne wurden ja auch blöde Witze gerissen oder es wurde denen nicht zugetraut. So erinnere ich mich. Da habt ihr vielleicht auch das Bedürfnis gehabt, mal irgendwie mit anderen euch zusammenzutun oder euch auszutauschen? Interessanterweise waren wir jetzt gar nicht so die Impulsgeber für diese ganzen Festivals. Es gab unglaublich viele Festivals dann letztendlich, in denen Frauen aufgetreten sind. Viele auch Musikerinnen, Lydie Ovray oder wer auch immer, wen wir noch so in Erinnerung haben. Und da traf man sich, weil es auf diesen Festivals war es dann teilweise so, dass jede nur eine halbe Stunde gespielt hat, hat man sich in den Garderoben getroffen und miteinander geredet. Oder auch Festivals, die über längere Zeiträume, mehrere Tage gingen. Also hier waren ja auch die Frontfrauen-Festivals. Ne? Das also war erst später. Ach so, ich hatte mir aufgeschrieben, es gab so Rosa-Kulturwochen hier in Köln. Ah ja. Im liberalen Zentrum gab es das damals. Rosa, also mehr lesbisch-schwul dann? Oder? Genau. Mhm.
Aber da durften wir auch immer mitspielen, obwohl wir auch teilweise Hetero-Frauen waren. Und dann gab es aber diese Frontfrauen. Das gab es Frontfrauen-Revuen. Und da wurden dann wirklich, da traf man sich dann. Das war hier in der Comedia, gab es mehrere Wochen. Dann gab es ja auch dieses Buch, in dem die ganzen Frontfrauen versammelt waren. Das hat dann wirklich auch nochmal für so ein bisschen mehr Öffentlichkeit gesorgt, denke ich mal. Auch für Bewusstsein. Mhm. Wer war da versammelt? Also in ganz Deutschland feministisches Kabarett? Oder? Ja, das ist hier. Das 28 Kabarettistinnen legen los. Ah ja. Marianne Ruckler hat das damals rausgegeben. Da waren alle möglichen Farben versammelt. Also Astrid Irmer kennt man, Lioba Albus, Extra 2, Gabi Köster war da. Und die hat das gesammelt. Und das hat natürlich auch nochmal für eine Öffentlichkeit gesorgt und auch dafür, dass wir alle einfach, Front ist natürlich auch so ein bisschen, bisschen kriegerisch, ja. Mhm. Aber natürlich, dass wir einfach auch so zeigen konnten, es gibt eine Riesenmenge von Frauen, die genau das tun, was die Männer jahrelang schon gemacht haben. Mhm. Mhm. Also ihr hattet dann auch miteinander Spaß da jetzt hier in der Komödie. Auf jeden Fall. Wir müssen noch mal kurz auf euren Namen kommen, den haben wir noch gar nicht genannt. Ihr hieß ja Mama Grappa, wieso? Ja, das ist vielleicht genau schon so der kleine, die kleine Idee, die dahinter stand, warum wir gedacht haben, wir wollen nicht ganz ernst sein. Mhm. Mama hatte das Weibliche. Mhm. Und Grappa, das hat vielleicht damit zu tun, dass sich solche Namen dann auch mit einer entsprechenden Menge Alkohol vorher entwickeln. Nee, man sitzt so zusammen und lässt so Revue passieren, was klingt gut und was erzählt ein bisschen über uns. Mhm. Und Mama war klar, wir sind Frauen. Mhm. Und das Grappa hat das alles so ein bisschen wieder eingeholt. Mhm. So ein bisschen, komm. Das ist eine Schnapsidee. Schnapsidee, das ist gut. Ja, ihr habt auch viel mit Worten gespielt und so. Kannst du dich noch an irgendwie Titel erinnern, die du witzig fandest? Oder? Ja, natürlich. Ah ja, der Lack ist ab natürlich. Mhm. Klar. So alt war der ja noch gar nicht. Oder wie war es gemeint? Ja, der Lack ist ab von uns, von der Frauenbewegung. Wer weiß. Ja, okay. Ein Programm hieß Volle Dröhnung. Mhm. Da ging es um Süchte und alles, was man macht, um sich voll zu dröhnen und um einfach sich wegzuschießen irgendwie. Mhm. Das klingt ja richtig ernst. Ja, natürlich hatte alles einen ernsten Hintergrund. Hat aber natürlich auch, hatte dann eine spielerische Form. Ja, wollte ich gerade fragen, wie entsteht das dann, so ein Programm? Dauert das lange oder? Ja, doch. Gerade auch durch die Unterschiedlichkeit und da wird dann an Worten gefeilt und nee, das finde ich nicht lustig und doch. Mhm. Und da du vorhin gerade gefragt hast, wie sich auch inhaltlich die Programme entwickelt haben, da fällt mir noch eins dann im Verlauf ein. Das hieß Auslaufmodelle. Mhm. Und da ging es um Frauen, Auslaufmodelle der mhm. Frauen. Also es startete mit Mutter Maria, Brünnhilde, Marilyn Monroe und als auch die Bilder, auf die man als Frau so kapriziert wurde, mhm. die wurden jetzt nochmal hinterfragt als Typen. Mhm. Und das fand ich auch nochmal eine spannende Auseinandersetzung mit sowas. Kannst du dieses Kabarett und dein Spielen, deinen Schauspielern, aber auch eben besonders dieses feministische Engagement irgendwie mit deiner Geschichte in Verbindung bringen? Also dein Aufwachsen in einer Familie, was deine Eltern dir mitgegeben haben da. Passt da das irgendwie? Hat dich das angeregt, so etwas zu machen? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt was mit der Familie zu tun hat. Meine Mutter hat ständig davon gesprochen, dass sie benachteiligt war.
Also meine Mutter war 11 Jahre älter als ihr Bruder und sie war sehr wissbegierig. Die hat noch im hohen Alter Französisch und Englisch so Treffen gehabt. Mhm. Und die hat also auch eine gute Schulbildung genossen, oder? Nee, eben nicht. Ah, okay. Volksschule und das war's dann, weil du musstest, als Mädchen sollte sie ja dann irgendwie was Ordentliches lernen. Die hat dann Sekretärin gelernt. Und ihr jüngerer Bruder, der überhaupt keine Ambitionen hatte, der durfte dann zur Ingenieurschule gehen und so. Also für meine Mutter war es immer ganz klar, du sollst nicht benachteiligt sein. Mhm. Du sollst alles machen dürfen, was du willst. Und deswegen haben die mir auch nicht reingeredet. Ich habe ja erst angefangen zu studieren, habe dann sogar einen Magister gemacht und parallel Schauspielunterricht. Und mir wurde nie reingeredet. Ich durfte machen, was ich wollte, aber Hauptsache, es ist nichts, kein Zwang dahinter, etwas nicht zu tun oder etwas nicht tun zu dürfen. Mhm. Und vielleicht so dieser Gedanke meiner Mutter hat mich vielleicht auch immer wieder darauf gebracht zu sehen, wo werden wir benachteiligt als Frauen, gibt's das, ja, diese Einschränkungen und der Blick auf Frauen, ja, du bist ja sowieso, gehst arbeiten, kriegst ja Kinder, dann hörst du auf. Also das gab es für meine Mutter nicht. Was ich die ganze Zeit schon denke und nochmal so wissen wollte, am Anfang hattest du ja erzählt, auch von dem so ein bisschen Frust, dass so Theater und alles so männerdominiert ist. Ja. Und im Grunde ist es ja immer noch, wir leben ja immer noch im Patriarchat, also war es über die ganzen Jahre auch so ein Bewältigungsmechanismus, Kabarett zu machen? Ja, könnte ich mir schon vorstellen, für mich, ja. Ja, weil ich da einfach die Plattform hatte, Sachen zu machen, die ich sonst im Theater mit hauptsächlich Stücken, in denen weniger Frauen vorkamen. Da gab es einfach jetzt eine andere Art von Spiellust und Spielfreude, die ich da auf die Bühne bringen konnte. Und auch natürlich irgendwie so eine selbstbestimmte Art. Ne? Ich konnte einfach sagen, wozu ich keine Lust hatte. Mhm. Das kann ich im Festvertrag dann im Theater nicht. Das ja, aber auch, dass man bei manchen Themen ja dann auch so nochmal so einen Akzent setzen kann. Sachen, über die man sich ärgert oder die... Klar. So, ne? Das, klar. Das ist ja, darüber Witz zu machen, sage ich jetzt mal. Also Humor ist ja auch ein Bewältigungs-, also sowieso... Ja. Damit ist das Problem nicht aus der Welt, aber ich habe es immerhin schon mal angesprochen und habe mich da selber mit auseinandergesetzt. Mhm. Mhm. Ja, doch. Ganz bestimmt. Also, das ist für so eine Frauenfindung war das bestimmt auch sehr gut, sich selbst zu finden nochmal.